Shalabhasana – Wirkungen und Nutzen der Yoga-Heuschrecke. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Kurzvortrag über Shalabhasana, die Heuschrecke und ihre Wirkungen. Gleich vorweg, dies ist kein Übungsvideo, diese haben wir auch auf unserer Internetseite, sondern ich möchte sprechen über die Wirkungen der Heuschrecke. Die Heuschrecke, Shalabhasana, gehört zu den 12 Grundstellungen der Yoga-Vidya-Grundreihe. Sie ist die mittlere der drei Rückbeugen, folgt nach der Kobra, Bhujangasana, und ist vor dem Bogen, Dhanurasana. Indem du die Heuschrecke machst, hast du eine Menge von körperlichen und energetischen und geistig-spirituellen Wirkungen. Körperliche Wirkungen der Heuschrecke Shalabhasana. Shalabhasana stärkt vor allen Dingen Muskeln. Shalabhasana stärkt insbesondere Gesäßmuskeln, Gluteus maximus, sowie die Rückenmuskeln wie Quadratus lumborum, breiter Lendenmuskel und die geraden Rückenmuskeln wie zum Beispiel Longissimus. Dadurch, dass diese Muskeln gestärkt werden, kann diese Übung sehr gut helfen gegen untere Rückenprobleme. Jemand, der täglich die Heuschrecke übt, wird normalerweise nicht unter unteren Rückenproblemen im Lendenbereich leiden. Starke Lendenmuskeln sind die beste Versicherung gegen Beschwerden im Lendenbereich. Heuschrecke kann als solches auch zum Beispiel Hexenschuss und anderen Problemen vorbeugen. Heuschrecke stärkt aber auch bestimmte Armmuskeln, je nachdem, ob du jetzt die Fäuste machst oder Hände faltest oder Handflächen auf den Boden gibst, werden ein paar unterschiedliche Muskeln genutzt. Es werden typischerweise Delta-Muskeln genutzt und bei manchen Variationen kommen auch andere Muskelgruppen der Arme zum Tragen, wie zum Beispiel auch der Oberarm-Trizeps. Und bis zum gewissen Grad können manchen Variationen auch der Teile des Brustmuskels gestärkt werden. Aber die Stärkung der Rücken- und Gesäßmuskeln sind die wichtigsten Wirkungen der Heuschrecke, körperlich gesehen. Die Heuschrecke führt auch, gerade wenn du etwas weiter in die Stellung kommst, zu einer Rückbeuge für die Bauchorgane, kann eben auch Magen und Leber und Darm dehnen und kann eine sanfte Massage geben für die Nieren. Und als solches ist diese Übung auch gut für harmonischere Verdauung und für die Bauchorgane. Swami Shivananda erwähnt auch, dass die Heuschrecke gut ist für die Bauchspeicheldrüse. Welche Muskeln werden gedehnt in der Heuschrecke? In der Heuschrecke werden in der fortgeschrittenen Variation Quadrizeps gedehnt, es wird der Rectus Abdomini gedehnt und in fortgeschrittenen Varianten auch bestimmte Teile von Pectoralis und in jedem Fall wird gedehnt die vorderen Halsmuskeln. Wenn du in der einfachen Stellung bist, wo die Beine nur 20 cm oberhalb vom Boden sind, wird eigentlich außer der Kehle nichts gedehnt, sondern es wird hauptsächlich gestärkt. Energetische Wirkungen der Heuschrecke. Heuschrecke, Shalabhasana, wirkt stark aktivierend, energieaktivierend. Heuschrecke hilft auch, dass die Chakras entlang der Wirbelsäule aktiviert werden. Wer lang genug die Heuschrecke hält, wird merken, dass die Sushumna aktiv wird. Es wird sogar gesagt, dass die Heuschrecke lang genug gehalten die Kundalini erwecken kann. Heuschrecke, Shalabhasana, wirkt aber besonders öffnend für Vishuddha Chakra. Könnte sagen, der Reigen der Rückbeugen bringt die Energie von Manipura zu Anahata, Vishuddha bis Ajna Chakra. Und Shalabhasana wirkt besonders auf das Kehlzentrum Vishuddha Chakra. Geistige Wirkung der Heuschrecke. Shalabhasana, die Heuschrecke, wirkt besonders auf die Willenskraft.
Heuschrecke gehört zu den Übungen, bei denen sich viele Menschen überwinden müssen. Indem man die Heuschrecke macht, entwickelt man Willenskraft, natürlich auch Mut, Durchsetzungsvermögen und Selbstbewusstsein. Also oft ist Heuschrecke, gerade wenn du nicht zur vollen Heuschrecke kommen kannst, ein gewisses Tapas, eine gewisse Disziplin, ja sogar eine gewisse Askeseübung und als solches tief wertzuschätzen. Hast du Ergänzungen zur Heuschrecke? Dann schreib's doch in die Kommentare oder schicke eine Mail an sukadev@yoga-vidya.de. Wenn du mehr wissen willst über die Heuschrecke, dann geh auf unsere Internetseite. Dort findest du Übungsanleitungen, verschiedene Variationen, wie du das Kinn setzen kannst, wie du die Hände setzen kannst, wie du die Beine setzen kannst, fortgeschrittenere und sanftere Übungen, Kontraindikationen und noch vieles mehr. Also alles zu finden auf www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld und dort gib einfach ein Heuschrecke oder Shalabhasana.